Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Bob. Ich bin Chefredakteur von Thomas Bobs Devisenkompass. Das Logo sehen Sie hier rechts unten. Und ich möchte Ihnen heute mal einiges zum Euro in US-Dollar erzählen und Ihnen vielleicht noch sagen, wie es da weitergehen wird. Der Euro in US-Dollar ist ja von seinem Tief hier bei 1,035 ungefähr ist er in einer langen sozusagen Bodenbildung, die über mehrere Monate ging, langsam angestiegen und hat sozusagen jetzt einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet und ist in den letzten Tagen natürlich wieder in die Korrektur übergegangen, weil sich möglicherweise etwas ankündigt in einem kleinen Nuklearstreit zwischen Nordkorea und den USA. Das zieht natürlich wieder das Geld in den US-Dollar. Das sehen wir hier sozusagen in dieser kleinen Korrektur. Nichtsdestotrotz, diese Tasse mit Henkel, so nennt man diese Formation, zeigt in Kombination mit der hier eingezeichneten Saisonalität auf weitere Kursgewinne, die eventuell den Euro noch bis in Richtung 1,20 führen könnten. Wieso korrigiert ausgerechnet der Euro jetzt? Sie sehen es hier, das ist ein saisonales Hoch. Sie sehen hier eine saisonale Linie und da soll der Euro sozusagen etwas korrigieren, bevor er seine Aufwärtsbewegung wieder fortsetzt. Also was wir hier sehen, ist nicht tragisch, solange der jetzt von mir hier neu eingezeichnete Aufwärtstrend, den der Euro gestern sozusagen berührt hat, nicht für mehrere Tage unterschritten wird. So, wieso ist der Euro eigentlich, obwohl ja jeder gesagt hat, dass er unter Pari fällt, wieso ist der Euro eigentlich jetzt auf einmal so stark? Ganz einfach. Was Sie hier nun sehen, ist das sehr langfristige Bild ab 1987. Ich muss sagen, der Euro ist, bevor es dieses Währungspaar überhaupt gab, Euro und US-Dollar, wurde er zurückgerechnet anhand der deutschen Mark. Und das ist halt sozusagen hier die deutsche Mark in US-Dollar. Und was danach kommt, ist also der Euro direkt. Wieso ist der Euro jetzt auf einmal so stark? Ganz einfach, wir haben eine mehrfache Unterstützungszone hier, diese grünen Linien und diesen braunen Aufwärtstrend touchiert und das hat sich dann als Fehlsignal entpuppt. Und wenn Sie so etwas im Chart sehen, im langfristigen Chart, dann bedeutet das meistens, dass es zu einer stärkeren Gegenbewegung in die andere Richtung führt. Normalerweise eigentlich nur bis in diese, ich muss jetzt hier mal etwas zeichnen. Man nimmt diesen Abstand hier und legt diesen nach oben an. Das ist dann sozusagen das Mindestziel, was wir normalerweise im Euro und US-Dollar sehen. Jetzt ist natürlich die Wahl in Frankreich gut ausgegangen. Und auch so läuft es momentan wieder in Spanien und in Italien ganz gut. Ich war jetzt im Urlaub in Holland, da habe ich sehr viele Italiener und Spanier gesehen. Und das zeigt sich natürlich in Stärke im US-Dollar. So, hier sehen Sie nochmal den langfristigen Chart, Abwärtstrend gebrochen, Widerstand bei 1,169, definiert anhand dieses Tiefpunktes hier. Und verschiedene andere Punkte hier, zum Beispiel diese beiden Punkte. Wenn diese Linie hier sozusagen für mehrere Wochen unterschritten wird, dann hat sich dieser Ausbruch erledigt. Aber solange dem nicht so ist, gehe ich davon aus, dass der Euro weiter steigen wird bis in den Bereich von 1,24. So, hier habe ich nochmal eine meiner Prognosecharts für Sie hervorgeholt. Den habe ich sozusagen, als der Euro hier in diesem Bereich war, erstellt. Und da sehen Sie die Originalprognosen noch eingezeichnet. Erste Zielzone 1,15, 32 bis 1,19, die ist erreicht. Jetzt kann der Euro etwas konsolidieren und dann ist das zweite Ziel, dieser Abwärtstrend, bei 1,24. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dazu zu sagen, dass der Euro
im Bereich von 1,15, 32 bis 1,19 konsolidieren wird. Ganz einfach, hier haben wir einen langfristigen kleinen Durchschnitt, den ich immer sehr gerne nutze. Das ist ein Realtime-Widerstand zum einen und zum anderen. Diesen sehr langfristigen Envelope-Chart, was Sie hier sehen, ist die 200-Tage-Linie, ein oberes Band mit einem Abstand von 15%, ein unteres Band mit einem Abstand von 15% und hier im Inneren eine 800-Tage-Linie mit einem 5% Band. Diese Marken dienen als Ziele und als Realtime-Widerstand. Sie sehen es hier nochmal, der Euro ist an diesem Bereich, an dieser oberen 800-Tage-Linie angekommen. Erst wenn es zu einem mehrtägigen Schlusskurs über diese Linie kommt, so wie wir es hier auf der Unterseite sehen, dann wird sich die Bewegung sozusagen schnell nach oben fortsetzen. Und wie weit kann die in diesem Chartbild gehen? Nämlich bis zum oberen Envelope bei 1,2553 maximal, was halt natürlich auch wieder passt zu meinem Ziel von 1,24 anhand des sehr langfristigen Monatscharts. So, jetzt ist die Frage, konnten meine Leser auch daran partizipieren? Hier zeige ich Ihnen jetzt nur mal den Chart, bei dem ich als Pfeil eingefügt habe, wo meine Leser und ich long gegangen sind. Wir sind bei 1,1040 long gegangen, sind immer noch dabei und bleiben auch dabei. Wir haben unser Verlustbegrenzungsstopp bei 1,1574 platziert und wir werden sehen, wie lange wir dabei sind. Ich rechne noch mit einigen Pips mehr nach oben, außer es kommt natürlich zum Militärschlag von Nordkorea oder den USA, was ich eigentlich jetzt nicht hoffe und nicht glaube, aber wir bleiben dabei, bis uns der Markt vom Gegenteil überzeugt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und das war die erste Videoanalyse aus meiner Feder. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden das des Öfteren noch produzieren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.